Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Technik Let's Play Singleplayer. So, wie sagt man so schön, neuer Tag, neues Glück, oder wie? Ja, was machen wir in dieser Folge? Ich dachte mir, wir machen mal bei unserer Crafting-Anlage unten weiter. Dachte mir, wir machen das so, dass wir automatisch Solarzellen craften lassen. Also normale, keine Advanced, nur normale Solarzellen. Das müssten wir ja hinbekommen. So, also Kohle, das können wir ja manuell machen. Das ist ja nicht schwer. Glas haben wir ja eigentlich auch immer im Lager. Schaltkreise machen wir eh automatisch. Es fehlt eigentlich nur der Generator. Also nur einmal Batterie und einmal Eisenofen. Wir fahren jetzt Eisen machen wir eh automatisch. Und nur einen Eisenofen unten und eine Batterie. Ja, hier habe ich schon mal was vorbereitet. Ein Mining Well. Und hier einen Tank. Wenn wir das zusammen machen, ergibt das eine Pumpe. Die packen wir auch hier dazu. Die werden wir später auch noch brauchen mal. So, zuerst gehen wir mal hier ins Lager und schauen uns mal an. Wir haben hier ein wenig Kohle, das wird zu wenig sein. Deswegen hauen wir gleich mal 4 Stacks in den Maserator. Glas wird wahrscheinlich auch zu wenig sein. Machen wir auch 2 Stacks. Wenn wir das im Lager immer vorrätig haben, ist das gar kein Problem, da brauchen wir nicht unten extra Maschinen aufstellen. Weil wir haben ja im Lager wie heißen die Pipes jetzt? Die Provider Pipes. Das heißt, das Logistik Pipe System kann immer aufs Lager zurückgreifen. So, hier habe ich noch ein Provider Modul reingetan. Ein Goldzahnrad, Lapis Redstone und ein Blank Modul. Ja, für was brauchen wir das? Weil wir bei dem Generator, bei der Batterie, okay, wird nicht angezeigt, braucht man oben ein Kabel. So, produziert werden aber immer 6 Kabel, das heißt 5 Kabel werden automatisch in die Kiste gelagert, weil wir keine Kabel einlagern. Das ist die Default-Kiste, das heißt hier kommen die restlichen 5 Kabel an. So, das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder ein Solar bestellen, kommen wir wieder hier 5 Kabel an. Müssen wir dem Logistik-Pipe-System hier unten sagen. Einmal haben wir gesagt eben, dass das die Default-Route ist, also findest du nicht nirgends, wo du das Item hin tun kannst, lager es hier ein. Quicksort, alles was du irgendwo im System einlagern kannst, lager es ein. Und jetzt müssen wir noch das Provider-Modul sagen und da sagen wir, solltest du hier drinnen ein Item finden, das du für die Weiterverarbeitung brauchst, dann nimmst du raus. Also die Sachen, die was im Lager sind, die werden automatisch rausgezogen. Aber wenn wir hier Kabel reintun würden und einen Schaltkreis bestellen würden, dann würde er kein Kabel nachmachen, sondern er würde dieses Kabel zuerst rausnehmen. So ist das gedacht. Weil es kommen ja 5 Kabel dann rauf und dann kann er die 5 Kabel auch wieder verwenden. Dann braucht er nicht immer neue nachmachen. So ist der Plan. So, wir nehmen nochmal die ganzen Sachen mit, was wir für Batterien brauchen. Das sind 2x Redstone. Ja, 2x Redstone, dann Zinn. 2, 3, 4 mal Zinn. Weiß ich, das war so. So, so und ein Kabel hin, ne? Genau. Ein Kabel, Kupferkabel. So sind Batterien. Öfen brauchen wir Cobblestone. Ja, unser Cobblestone-Generator kommt hier auch nicht nach. Ihr seht, wir haben fast nur noch eine Seite voll. Deswegen habe ich ja im Nether das alles schön in Kisten gepackt, damit wir das mit unserer Chemical Bag, die wir in der letzten Folge gemacht haben, alles hier in die Kiste schmeißen. Dann wird halt anstatt Cobblestone, werden wir dann Netherstein in den Recycler hauen. Ich brauche dann trotzdem noch eine leere Kiste. Der Batterie. Ach ja, Maschinenblock müssen wir auch craften, ne? Nö, wir brauchen ja keinen Maschinenblock. Das machen wir mit Refa nicht Eisen. Das heißt, da brauchen wir auch noch was. Haben wir noch ein Ofen? Haben wir. Das. Kohle, das brauchen wir noch. Und Glas. Kriegen wir einfach mal alles raus da. Kohle das und 2 Schaltkreise.
Da können wir dann die Schaltkreise theoretisch auch in die Kiste rein. Nee, das machen wir nicht. Die sollen wir nachproduzieren. Oder produziert er ja immer nur ein Stück nach. Das geht dann. Ich weiß, dass wir noch brauchen. Eine Crafting Bar. Ich glaube, wir haben hier noch einen Platz, ne? Ne, zwei, das passt doch nicht. So, in diesem System sagen wir erstmal also die Batterie craften. 10 haben wir ein Lager, Redstone haben wir ein Lager. Beziehungsweise wir sollten es im Lager haben. Ein Kabel hin. Dann oben wieder sagen Import, dann importiert er das alles. Und hier sagen wir ihm, du craftest einen... Ach ja doch, wir brauchen eine Crafting Pipe. Du craftest dir einen Ofen. Und in diesen sagen wir... Ach nee, wir brauchen noch eine zweite. Hm. Ist doch schwieriger als wie ich dachte. Einen Ofen, dreimal das da und eine Batterie ergibt einen Generator, oder? Ach nee, das war ja ein Eisenofen. Ach Mensch, bin ich blöd. So. Und wieder rauf. Das heißt, wir brauchen noch Crafting Table, also automatische Crafting Table. Die Pipe. Und wir brauchen mal Eisen hier. Eine automatische Crafting Table, ich glaube ein Crafting Table und 3, nicht 4. So, 1, 2, 3 nehmen wir hier. Zahnräder haben wir ja. 2, 3, so. Was? Schon 3. So. So. Zack. Automatische Crafting Table. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch eine Crafting Pipe. Oh, einfach Leuchtstein, das haben wir hier. Basic. 4 Stück nehmen wir gleich, dann haben wir schon alle voll. Haben wir hier noch Leuchtstein? Nope. Dann müssen wir holen. Ach Mensch. Nö, hier. Ich hasse das, wenn das immer so dunkel ist hier. So. Zack. So, dann haben wir hier auch 4 Stück. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Okay, das passt dann. Hoffe ich halt. Ich hoffe es halt. So, dann haben wir gesagt, hier Batterie. Aus dieser Batterie machst du einen... Da machst du einen Eisenofen. Und danach machst du einmal... einen Eisenofen. So. Also Eisenofen. Dreimal Refinet Eisen, eine Batterie, ergibt einen Generator, genau. So, dann hier noch Crafting Pipe. Und hier. So. Hier importiert wieder ein neues Rezept. Hier das, ein Generator und hier haben wir noch nichts. Hier brauchen wir mal einen Generator. Oh, das heißt, wir brauchen auch eine Batterie. Wir machen das so, dass wir einfach hier oben aufgehen. 4. Und sagen, er soll für uns einen Generator craften. Dann können wir das schon mal testen. Zack. Also craften soll er einen Generator ein Stück. Passt, dann soll er das machen. Ich kann jetzt wahrscheinlich etwas dauern, aber normal nicht so lange. Weil die Rohstoffe sind ja alle im Lager vorhanden. Wir können dabei noch mal die Sachen, was wir nicht mehr brauchen, hier reinschmeißen. Also Glas brauchen wir nicht mehr so viel. Cobblestone, den Ofen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Warum sonst? Oder das braucht auch nicht so viel, so. Also unsere... Ja, ist fertig. Ihr seht, ein Generator.
So, und jetzt müsst ihr eigentlich hier 5 Kabel haben, genau das habe ich gemeint. Merkt euch, 5 Kabel haben wir hier. Nee, hier nicht, da wollten wir rein. Vor lauter Türen kann ich mich nicht mehr aus. So, ja, ich habe auch wieder ein paar neue Mods installiert, aber die stelle ich euch nicht vor. So, dann brauche ich einen Generator, zweimal Schaltkreise. Das. Genau, eine Solarzelle. So, die sparen wir wieder ein. Import. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt oben eine Solarzelle bestellen und der baut sie uns hier zusammen. Generator, Eisenofen, Batterie, Schaltkreise und 6-mal Kabel. Jetzt haben wir noch 2 Crafting Pipes und 2 Dings. Wo machen wir die? Hier hin? Nö, will ich nicht. Ich würde sagen, wir machen hier einfach eine zweite Line raus. Jetzt einfach so, so. Zack, zack. Die Fackeln gehen jetzt höher und später machen wir hier einfach eine Pipe dran, dann passt das hier. So, jetzt gehen wir nach oben und bestellen uns mal eine Solarzelle. Dann schauen wir, dass wir schnell nach unten gehen und schauen hinzu, wie das arbeitet. Crafte mir 2 Stück. 2 Stück. Und hier müsst ihr alles rumflitzen, ihr seht es. Ja, genau, dann hat er schon und 2 Schaltkreise. Fehlt ihm nur noch der Generator. Hier die Batterien. Und ihr seht, Kabel wandert ja nach oben. Ja, und das war's eigentlich schon. Ich habe mir, wie viele Kabel oben übrig geblieben sind. Ich hoffe, das hat funktioniert mit dem. Ja, 3 Stück. Ihr seht es. Am Anfang waren es mehr, es waren 5 Stück, sind jetzt nur noch 3, weil er nicht verwendet. So, das war das. Dann können wir eigentlich alles, was wir in der Hand haben, eigentlich einlagern, weil wir brauchen das eh nicht mehr. Ja, unsere 2 Solarzellen müssen hier sein. Zack. Genau. Und wir schön 2 Solarzellen, aus denen könnten wir dann Advanced machen. Wenn wir wollen würden, ach ja. In dieser Folge nicht mehr, aber wir werden es machen, also nur keine Sorge. Weil wir brauchen die Solarzellen dann so. Ja, das haben wir, das. Teleport Pipes haben wir noch. Was machen wir in der nächsten Folge? Hier hinten. Seht ihr, ist Lava. Ich habe einen Vulkan gefunden. Da werden wir die Lava mal hier in unser Haus irgendwo hin, unten in einen Raum pumpen. Damit wir immer Lava hier haben. Ja, ich weiß, es gibt diesen Lava-Generator, aber den möchte ich mir nicht nützen. Ich möchte das einfach mit den altbewährten Methoden machen und nicht alles mit Mods produzieren lassen, deswegen machen wir das so. Ja, die Geschichte, ja, die wird etwas größer, weil wir brauchen eben die Lava für die Maschinen, für die Biogas- oder Biomass-Maschinen da. Dann brauchen wir natürlich auch noch den Honig, den müssen wir auch noch ein wenig durchschleudern, dann den Kompressor durchlassen, weil wir die mit Honig machen werden. Vielleicht nicht alle, aber 2-3 Maschinen machen mit Honig. Und ja, ich kann euch noch mal kurz den neuen Mod zeigen. Nee, das mache ich in der nächsten Folge. Einer der neuen Mods zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Ich werde schon das Rezept dann hier vorbereiten, dass wieder alles schneller geht. Wir bestellen uns hier trotzdem noch 3-mal Solarzellen.
So, und dann, ja, verabschiede ich mich hier und viel Spaß. Ciao.